Frohe Pfingsten! Wir haben allen Grund, uns zu freuen. Gott lässt uns nicht allein. Wir können von ihm begeistert leben. Das feiern wir heute. Ich begrüße Sie und euch zum Gottesdienst. Schön, dass Sie ihn mit uns feiern. Euch herzlichen Dank für die Ausgestaltung dieses Gottesdienstes. Wundert euch nicht, wenn er kommt, um den ihr bittet, den ihr herbeiruft. Verweigert euch nicht, wenn er kommt, der sein Feuer entzündet, der euer Denken und Tun neu macht. Öffnet euch weit, wenn er kommt, er bringt frischen Wind, kehrt ein und fegt aus, Liebe und Freude bringt er mit. Öffnet euch weit, denn er kommt, der Geist, den ihr ruft, er ist Gott selbst. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Ich wünsche uns einen segensreichen Gottesdienst. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich bete mit den alten Worten aus Psalm 118. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. O Herr, hilf! O Herr, lass wohl gelingen! Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Wir beten. Lieber Vater im Himmel, wir kommen zu dir an diesem Pfingstfest. Um uns herum ist immer alles noch so anders als sonst. Wir sehnen uns nach Gemeinschaft, nach Nähe, nach Freude, nach Leben. Herr, wie deine Jünger damals brauchen wir deine Kraft, deine Gegenwart,
deinen Heiligen Geist. Komm, Heiliger Geist, du Geist der Wahrheit, die uns frei macht. Du Geist des Sturmes, der uns unruhig macht. Du Geist des Mutes, der uns stark macht. Du Geist des Feuers, der uns glaubhaft macht. Komm, Heiliger Geist, du Geist der Liebe, die uns einig macht. Du Geist der Freude, die uns glücklich macht. Du Geist des Friedens, der uns versöhnlich macht. Du Geist der Hoffnung, die uns gütig macht. Komm, Heiliger Geist. Am Pfingsttag waren alle Jünger an einem Ort versammelt. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllt das ganze Haus, in dem sie waren. Dann sahen sie etwas wie Feuer, das sich zerteilte. Auf jeden ließ sich eine Flammenzunge nieder. Sie wurden vom Geist Gottes erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden, jeder, wie es ihnen der Geist eingab. Zum Fest waren viele Juden aus aller Welt nach Jerusalem gekommen. Als sie das Brausen hörten, strömten sie zusammen. Jeder hörte die Apostel in seiner eigenen Sprache reden. Verwirrt riefen sie: Wie ist das möglich? Bestürzt und ratlos fragte einer den anderen: Was soll das bedeuten? Einige aber spotteten und machten sich über die Apostel lustig: Die sind doch betrunken. Da stand Petrus auf und rief der Menge zu: Hört zu, ich will euch erklären, was hier geschieht. Die Leute hier sind nicht betrunken, wie einige von euch meinen. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Nein, hier erfüllt sich, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. In den letzten Tagen will ich über alle Menschen meinen Geist ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Junge Leute werden Visionen haben und alte prophetische Träume. Allen, die mir dienen, will ich meinen Geist schenken, und sie werden in meinem Auftrag reden. Wir glauben an den einen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und uns Menschen zu seinem Bild. Er hat Israel erwählt,
ihm die Gebote gegeben und seinen Bund aufgerichtet zum Segen für alle Völker. Wir glauben an Jesus von Nazareth, den Nachkommen Davids, den Sohn der Maria, den Christus Gottes. Mit ihm kam Gottes Liebe zu allen Menschen, heilsam, tröstlich und herausfordernd. Er wurde gekreuzigt unter Pontius Pilatus, aber Gott hat ihn auferweckt nach seiner Verheißung, uns zur Rettung und zum Heil. Wir glauben an den Heiligen Geist, der in Worten und Zeichen an uns wirkt. Er führt uns zusammen aus der Vielfalt des Glaubens, damit Gottes Volk werde aus allen Völkern, befreit von Schuld und Sünde, berufen zum Leben in Gerechtigkeit und Frieden. Mit der ganzen Schöpfung hoffen wir auf das Kommen des Reiches Gottes. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, können Sie mich verstehen? Verstehen Sie mich? Wenn Sie schon mal in einem fremden Land waren und versucht haben, sich zu verständigen, dann kennen Sie diese Frage. Can you understand me? Können Sie mich verstehen? Haben Sie schon mal versucht, sich mit jemandem zu verständigen, der eine ganz andere Sprache spricht als Sie, so mit Händen und Füßen? Es ist ganz schön anstrengend und oft auch frustrierend. Meine Frau und ich waren vor vielen Jahren eine Zeit lang mal in Brasilien. Meine Frau hat dort ein paar Wochen ein Praktikum absolviert und ich habe versucht, zu einer Gemeinde Kontakt zu bekommen. Und ich habe mich mit dem Portugiesischen so schwer getan. Ich konnte nichts verstehen und die anderen haben alle so schnell gesprochen und ich konnte nur wenige Wörter.
Und ich habe sehr darunter gelitten, dass ich mich nicht verständigen konnte, dass ich im Grunde nicht viel verstanden habe. Manchmal versteht man sich auch dann nicht, wenn man dieselbe Sprache spricht. Das war ein Missverständnis, hört man dann immer wieder. Paare, Eltern und Kinder, Freunde, immer mal wieder redet man aneinander vorbei. Ich habe doch nur gesagt das, ich meinte doch nur das. Wir verstehen uns nicht mehr, sagt man dann. Und wie schön ist es zu hören, wenn zwei sagen, wir verstehen uns gut. Wenn wir mit unseren Kindern in Urlaub fahren, dann hoffen wir als Eltern sehr, dass sich unsere Kinder gut verstehen. Und auf Sommerfreizeiten, wir hoffen ja sehr, dass die anstehenden Sommerfreizeiten stattfinden können. Auf Sommerfreizeiten ist es ein Gebetsanliegen, dass sich alle gut verstehen. Aber wie macht man das? Wie geht das? Sich verstehen, sich gut verstehen. Wir feiern heute Pfingsten. Und Pfingsten geht es ums Verstehen. Die Jünger waren in Jerusalem zusammen, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren war. Und auf einmal geschieht dieses Brausen, ein Windhauch, Feuerflammen sind zu sehen, geheimnisvoll, energiegeladen. Und dann gehen die Jünger raus und predigen von Jesus. Und sie werden verstanden. Einerseits schenkt der Heilige Geist die Energie, den Mut, herauszugehen. Der Heilige Geist ist Kraft und Energie. Und dann schenkt er auch das Verstehen. Es sind viele Fremde in Jerusalem. Sie pilgern zum Tempel, es ist ein hoher Festtag. Sie sprechen unterschiedliche Sprachen, kommen aus unterschiedlichen Kulturen. Normalerweise würden sie sich nicht verstehen. Nur mühsam, mit Händen und Füßen, wie ich damals in Brasilien. Aber nun, durch das Wirken des Heiligen Geistes, hören sie auf einmal die Jünger in ihrer eigenen Sprache sprechen. Sie können sie verstehen. Der Heilige Geist schenkt Verstehen. Verstehen meint hier einerseits die Sprache, aber letztlich geht es an Pfingsten viel mehr als um einfach nur einen Fremdsprachenkurs, sondern es geht darum, dass Menschen über Grenzen, Völker, Kulturen hinweg hören und verstehen, was Gott sagt. Wir hören sie in unserer Sprache von den großen Taten Gottes reden, so sagen die Leute völlig erstaunt. Der Heilige Geist schenkt, dass ich verstehe, was Gott durch den anderen sagt. Was Gott sagt. In der Apostelgeschichte wird immer wieder erzählt, dass eine Predigt oder ein Wort durchs Herz geht. Also das Herz trifft. Wir alle kennen Worte, die nicht treffen. Worte, die uns nicht betreffen. Worte, die einfach so dran vorbeigehen. Ne? Wenn man so jemanden reden hört und die Gedanken fangen an zu schweifen und man denkt an was völlig anderes, dann ist es ein Zeichen dafür, dass es einen gerade nicht betrifft. Ich hoffe, es geht Ihnen jetzt gerade nicht so. Und vielleicht haben Sie das schon mal erlebt, dass ein Wort trifft, ins Herz geht, berührt. Und das schenkt der Heilige Geist. Und ich bitte Gott darum, dass Gott mich immer wieder neu berührt durch seinen Heiligen Geist, dass ich verstehe, was Gott tut, was Gott sagt heute, welche großen Taten Gott heute tut, hier in unserer Kirchengemeinde, in unserer Stadt, in unserem Land, in unserem Jahrhundert. Und wenn ich Menschen etwas von Gott weitererzähle, dann bitte ich darum, nicht nur, dass meine Worte gut sind, sondern auch, dass Gott seinen Heiligen Geist schenkt und er berührt, Herzen trifft, Verstehen schenkt. Der Heilige Geist schenkt auch, dass sich Menschen untereinander verstehen. Er schenkt Gemeinschaft. In der Apostelgeschichte ist das ganz anschaulich zu sehen, denn all diejenigen, die auf einmal verstanden haben, was Gott sagt, die kommen zusammen und werden eine Gemeinschaft, werden eine Gemeinde, werden Kirche. Man sagt ja, Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche. Und ich bete, Herr, schenk du doch durch deinen Heiligen Geist auch heute, dass Menschen immer wieder zusammenkommen, trotz Corona oder erst recht nach Corona, dass deine Kirche auch jetzt wächst, dass wir uns nicht missverstehen, dass wir uns nicht zerstreiten, sondern dass wir zusammen an einem Strang ziehen. Also wenn Menschen sich missverstehen, dann ist eine Möglichkeit, Gott um seinen Heiligen Geist zu bitten, dass er uns, ihnen, die Augen öffnet und wir erkennen, was der andere eigentlich meint, was der andere will und dass ich sage, ach ja, so hast du es gemeint. Vor Freizeiten, vom Urlaub bete ich, Herr, schenk deinen Heiligen Geist, dass wir uns verstehen, dass wir dich verstehen. Pfingsten
ist in diesem Sinne eine Umkehrgeschichte zu einer ganz alten biblischen Geschichte, nämlich dem Turmbau zu Babel. Erinnern Sie sich an diese Urgeschichte? Damals bauten die Menschen einen riesigen Turm, den Turm zu Babel. Und in der Bibel geht es nicht einfach nur um dieses architektonische Werk, sondern die Bibel erkennt darin den menschlichen Hochmut, eine Haltung, die sagt, wir sind grenzenlos, wir sind mächtig, wir brauchen Gott nicht. Und Gott setzt den Menschen damals eine Grenze. Er zerstreut ihre Sprache, er schenkt Missverständnisse, damit die Menschen sich nicht überheben. Und ich überlege, ob Gott heutzutage nicht auch manchmal uns Grenzen setzt, damit wir uns nicht überheben. Pfingsten schenkt Gott seinen Heiligen Geist, der diese Missverständnisse überwindet, die Grenzen überwindet, neue Einigkeit schenkt. Und ich bete, Herr, lass mich nicht überheblich sein, nicht mehr von mir halten, als gut ist. Lass uns Menschen nicht grenzenlos werden, sondern demütig sein, erkennen, dass wir auf Gott angewiesen sind. Der Heilige Geist schenkt Verstehen. Lasst uns heute am Pfingstfest wieder neu darum bitten, dass der Heilige Geist uns erfüllt. Und lasst uns beten, komm, Heiliger Geist, schenke Verstehen, dass wir Gott verstehen, unseren Mitmenschen verstehen und dass du uns als Gemeinde zusammenfügst, uns neu wachsen lässt, damit die Welt die großen Taten Gottes erkennt. Amen. Ihr Lieben, wir können von Gott begeistert leben, voller Zuversicht miteinander und füreinander, weil es Pfingsten gibt. Gott schenkt uns seinen Geist, damit wir in seinem Sinn leben, geistesgegenwärtig, barmherzig und liebevoll. Das Pfingstfest in der Bibel war ein großes und aufsehenerregendes Ereignis. Das gab es wohl nur einmal sozusagen zum Auftakt. Pfingsten ereignet sich heute eher im Stillen und Verborgenen. Aber es geschieht, kann jederzeit geschehen, dass Gott uns begeistert und uns mit seinem Geist Glauben schenkt oder unseren Glauben wieder zum Blühen bringt. Unser Glaube ist ja nicht unser Verdienst, sondern ein Geschenk Gottes.
Wir haben ihn nicht in der Hand, weder bei uns noch bei anderen. Aber das haben wir in der Hand, dass wir uns Gott öffnen und ihn um seinen Geist bitten. Und auch das können wir tun, uns fragen, warum Menschen sich Gott gegenüber verschließen. Welches Bild haben sie von Gott und woher haben sie es? Von uns? Oder haben sie Angst vor Veränderungen? Ich will so bleiben, wie ich bin. Ja, es stimmt, Gottes Geist verändert uns. Das ist ein Geschenk. Er verwandelt unsere Mutlosigkeit in Zuversicht, unser ich-bezogenes Reden in aufrichtiges Zuhören, unser unbarmherziges Richten in Güte, unsere Trägheit in Engagement. Er schenkt uns dazu Gaben und Fähigkeiten. Der Apostel Paulus schreibt in seinem ersten Brief an die Gemeinde in Korinth: So verschieden die Gaben auch sind, die Gott uns gibt, sie stammen alle von ein und demselben Geist. Keiner kann an Jesus glauben, wenn er nicht den Heiligen Geist hat. Und so unterschiedlich auch die Aufgaben in der Gemeinde sind, so ist es doch derselbe Herr, der uns dazu befähigt. Es gibt verschiedene Wirkungen des Geistes, aber in jedem Fall ist es Gott selbst, der alles bewirkt. Wie auch immer sich der Heilige Geist bei jedem von euch zeigt, seine Gaben sollen der ganzen Gemeinde nützen. Dem einen schenkt er im rechten Augenblick ein weises Wort, wieder anderen schenkt er durch seinen Geist unerschütterliche Glaubenskraft oder unterschiedliche Gaben, um Kranke zu heilen. Einige sprechen in Gottes Auftrag prophetisch. Andere sind fähig zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Dies alles bewirkt ein und derselbe Geist. Drei Gedanken. Der erste: Unsere Gaben und Aufgaben in unserer Gemeinde sind recht unterschiedlich, auch die Bereiche und Orte, an denen wir tätig sind. Aber das trennt uns nicht, weil und soweit uns Gottes Geist verbindet. Darum gibt es unter uns kein Oben und Unten. Keiner ist mehr wert als der andere. Es ist gut, dass es in unseren Gemeinden so viele unterschiedliche Gaben und Fähigkeiten gibt. Keiner kann alles. Keine muss alles tun. Nicht nur, weil ihr die Zeit dafür fehlt, sondern auch, weil ihre Fähigkeiten begrenzt sind. Und weil er mit seinen Gaben nicht alle Menschen erreichen und ansprechen kann. Wir ergänzen uns, Gottes Geist verbindet uns. Lasst uns darum nicht neidisch oder hochmütig auf Zahlen oder andere schauen, sondern einander wertschätzen und uns über die Vielfalt unserer Gaben und Fähigkeiten freuen. Sie sind ja nicht unser Verdienst. Zweitens, von Dietrich Bonhoeffer stammen die Worte: Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist, nicht herrschend, sondern helfend und dienend. Gott schenkt uns unsere Gaben und Fähigkeiten, damit wir sie für andere nutzen und einsetzen. Eine Gemeinde, die nur aus Menschen besteht, die fordern, nehmen und kritisieren, aber nicht bereit sind, selbst etwas zu geben und sich zu engagieren, wird kaum lebendig sein. Eine Gemeinde wird lebendig, wenn möglichst viele von Gott begeistert in ihr mitarbeiten und ihre unterschiedlichen Fähigkeiten für andere einbringen, egal ob mit oder ohne Amt.
in den Gottesdiensten, Chören und in der Jugendarbeit, in Hauskreisen, Frauenhilfen, auf Freizeiten, in der Diakonie, im Presbyterium, im Büro und darüber hinaus. Da gibt es Menschen, die organisieren können. Andere stiften Frieden. Manche sorgen für das leibliche Wohl, andere packen an, wenn irgendwo Hilfe gebraucht wird. Manche haben Zeit und ein Herz für Kinder oder für Ältere. Wieder andere setzen sich geistesgegenwärtig für geflüchtete Menschen oder den Klimaschutz ein. Das sind die, die für unsere Gemeindearbeit spenden und so vieles erst möglich machen, und viele andere mehr. Das meiste geschieht im Verborgenen und steht nicht in der Zeitung oder im Gemeindebrief. Durch sie alle wirkt Gottes Geist, schenkt Gott uns und anderen Glauben, Hoffnung und Liebe, manchmal auch Kraft und eine neue Perspektive, heilsame Gedanken, ein Stück Heimat oder einfach eine wohltuende Stunde, die nachklingt. Drittens, wo immer Menschen durch unser Reden und Tun in der Gemeinde froh werden, vielleicht auch getröstet und gestärkt, freut sich Gott. So dienen wir mit unseren Gaben auch ihm. Und das wollen wir. Auch mit unseren Gottesdiensten Gott froh machen. Nicht uns, sondern ihn feiern. Wir dürfen dabei auch vor Freude tanzen, auch aus der Reihe tanzen. Gott freut sich darüber, denn er ist ein Liebhaber des Lebens. Ich lese einen Text, der trägt den Titel »Frühling in der Gemeinde«. Freut euch über Gott und jubelt ihm fröhlich zu. Hört auf mit eurer Langeweile und Melancholie. Es ist schön, unseren Gott zu loben. Das ganze Universum hat er geschaffen. Zerbrochene Herzen werden geheilt, Wunden verbunden, Elende richtet der Herr auf. Wer sollte da noch schweigen können? Es kommt Frühling in die Gemeinde Gottes. Gott sendet sein Wort und lässt seine Winde wehen. Und das Eis von unseren Herzen taut. Er sendet seinen Geist und das Leben beginnt zu blühen. Christen fangen neu an, zu lieben und füreinander da zu sein. Darum öffnet euch weit und feiert unseren Gott und lobt ihn mit den Gaben, die er uns gegeben hat. Amen. Thank you.
Wir hoffen sehr, dass wir uns bald wieder von Angesicht zu Angesicht sehen können. Sobald die Inzidenz im Kreis Gütersloh unter 100 dauerhaft sinkt, haben wir verabredet, dass wir wieder Gottesdienste feiern können. Und wir hoffen, dass es sehr bald der Fall sein wird. Aber auch online können wir eine Kollekte zusammenlegen. So viele Dinge, so viele Projekte weltweit brauchen unsere Hilfe. Heute, am Pfingstsonntag, sammeln wir für die Bibelverbreitung in der Welt. Als besonderes Projekt ist dort der Südsudan im Fokus. Dort gibt es viele gewaltsame Konflikte um Weideland, Vieh und Wasser. Viele Menschen sind auf der Flucht. Und dort gibt es Kurse, um Menschen mit der Bibel vertraut zu machen. In Leselernkursen geben Freiwillige die biblische Botschaft von Versöhnung und von Vergebung weiter. Die mangelnde Bildung ist auch ein Grund für die andauernde Gewalt. Wir können mithelfen, dass im Südsudan Menschen die Bibel lesen können, Menschen auf diese Weise mit der Botschaft von der Versöhnung in Kontakt kommen. Unter dem Video gibt es den Link zur Online-Spende. Sie können aber auch einfach eingeben im Internet www.kollekte-online.de. Vielen Dank für Ihre Gaben. Wir beten. Gott, du bist für uns da und hörst nie auf, uns zu lieben. Wir wollen mit dir leben und deine Gemeinde sein. Du weißt, dass uns das nicht immer gelingt. Darum bitten wir dich um deinen Geist, damit wir in deinem Sinn leben. Öffne unsere Augen für Menschen, die uns brauchen, unsere Ohren, damit wir anderen zuhören, unseren Mund für hilfreiche Worte, unsere Hände, damit wir ohne Berechnung geben. Schenk uns deinen Geist der Liebe und mache uns zu Friedenstiftern, damit wir dir und deinem Reich nicht im Weg stehen und deine befreiende Botschaft nicht verdunkeln. Wir bitten dich für alle, die sich um ihre Zukunft sorgen, die nicht wissen, wie es weitergehen soll, die unter Streit leiden oder an einer Krankheit, die einsam und mutlos sind. Lass sie spüren, dass du für sie da bist. Wir bitten dich für alle, die sich dir gegenüber verschließen, weil sie ein falsches Bild von dir haben. Öffne sie und lass sie erkennen, wer du wirklich bist, auch durch uns. Wir bitten dich für die Christen in aller Welt, die verfolgt werden, weil sie an dich glauben und sich zu dir bekennen. Sei du ihre Kraft. Wir bitten dich für unsere Verstorbenen. Lass sie in deiner Geborgenheit leben. Sei allen Trauernden nahe, auch durch Menschen, die sie einfühlsam auf ihrem Weg begleiten. Sei Licht in ihrer Dunkelheit. Was wir dir noch sagen wollen, nennen wir dir in der Stille. Gemeinsam bitten wir dich, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Schön, dass ihr, schön, dass Sie diesen Gottesdienst mit uns mitgefeiert habt und wir auf diese Weise gemeinsam online zusammen Pfingsten feiern konnten. Wir hoffen sehr, dass wir uns möglichst bald persönlich wiedersehen. Und nun geht in diesen Tag, in dieses Pfingstfest in der Kraft Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.